Setzen Sie ein Pronomen ihn oder ihm. Ich habe ihm gerufen, Dativ. Du hast ihn gesehen, Akkusativ. Sie hat ihm gefehlt, Dativ. Ich habe ihn gemocht, Akkusativ. Ich habe ihm geschrieben, Dativ. Das hat ihm gefallen, Dativ. Es hat ihn gestört, Akkusativ. Sie hat ihn geliebt, Akkusativ. Es hat ihm gehört, Dativ. Ich habe es ihm geschickt, Dativ. Ich habe ihn geputzt, Akkusativ. Sie hat ihm zugehört, Dativ. Es hat ihn gefroren, Akkusativ. Sie hat ihn gehen lassen, Akkusativ. Es ist ihm klar geworden, Dativ. Sie ist mit ihm spazieren gegangen, Dativ. Sie hat ihn eingeladen, Akkusativ. Ich habe ihn gelesen, Akkusativ. Sie hat mit ihm gespielt, Dativ. Ich habe es ihm erzählt, Dativ. Es hat ihm wehgetan, Dativ. Sie hat ihm geantwortet, Dativ. Sie haben ihn unterstützt, Akkusativ. Er hat ihm gedankt, Dativ. Man hat ihn beraten, Akkusativ. Sie hat ihn ertragen, Akkusativ. Sie hat es ihm klar gemacht, Dativ. Sie hat ihn geändert, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao.
Setzen Sie ein Pronomen Sie oder Ihr. Sie steht im Akkusativ und Ihr im Dativ. Ich habe Ihr gerufen. Du hast sie gesehen. Sie hat ihr gefehlt. Ich habe sie gemocht. Ich habe ihr geschrieben. Das hat ihr gefallen. Es hat sie gestört. Sie hat sie geliebt. Es hat ihr gehört. Ich habe es ihr geschickt. Ich habe sie geputzt. Sie hat ihr zugehört. Es hat sie gefroren. Sie hat sie gehen lassen. Es ist ihr klar geworden. Sie ist mit ihr spazieren gegangen. Sie hat sie eingeladen. Ich habe sie gelesen. Sie hat mit ihr gespielt. Ich habe es ihr erzählt. Es hat ihr wehgetan. Sie hat ihr geantwortet. Sie haben sie unterstützt. Er hat ihr gedankt. Man hat sie beraten. Sie hat sie ertragen. Sie hat es ihr klar gemacht. Sie hat sie geändert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Setzen Sie ein, Akkusativ oder Dativ. Sie hat sich in mich verliebt. Akkusativ. Ich habe auf dich gewartet. Akkusativ. Er hat sich mit dir unterhalten. Dativ. Sie hat mit ihm gesprochen. Dativ. Hast du dich an ihn gewöhnt? Dich Akkusativ, ihn Akkusativ. Sie macht sich um ihn Sorgen. Akkusativ. Sie ist auf ihn stolz. Akkusativ. Sie hat mich nach ihm gefragt, mich Akkusativ, ihm Dativ. Sie hat mir Angst gemacht, Dativ. Sie hat nur von ihm geträumt, Dativ. Er hat mit ihr Schluss gemacht, Dativ. Sie hat ihn verantwortlich gemacht, Akkusativ. Er hat sich an nichts erinnert, Akkusativ. Er war mit ihr einverstanden, Dativ. Sie rechnete nicht mit ihm, Dativ. Für die Ruhe war er ihr dankbar, Dativ. Er hat sich nicht nach ihr erkundigt, Dativ. Sie hat sich über ihn geärgert, Akkusativ. Sie hat sich kaum verändert, Akkusativ. Er hat ihr geschrieben, Dativ. Sie ist nicht auf ihn eingegangen, Akkusativ. Das führte bei ihm zu viel Nachdenken, Dativ. Er äußerte sich bei ihnen, Dativ, über sie, Akkusativ. Sie sich aber nicht über ihn, Akkusativ. Er hat sich Gedanken über sie gemacht, Akkusativ. Er hat von ihr geredet, Dativ. Sie hat über ihn gelacht, Akkusativ. Setzen Sie ein, das ist eine gemischte Übung, Kasus, Artikel und Pronomen.
Es gab Hinweise darauf. Ich habe keine Lust auf ihn. Sie hat Spaß an diesem Sport. Er verlor den Mut dazu. Sie hat für ihn Verständnis. Sie weiß über ihn Bescheid. Die Firma handelt mit ihnen nicht. Wir stehen ihnen zur Verfügung. Die Regel trat in Kraft. Sie gaben ihre Stimme ab. Sie bekam es mit der Angst zu tun. Als er im Einsatz war. Sie beging den Mord an ihr. Er machte einen Spaziergang. Er gab ihr einen Rat. Sie leistet einen Beitrag dazu. Er stellte ihr eine Frage. Sie hatte einen Fehler begangen. Er fällte ein schnelles Urteil. Sie gab ihre Meinung dazu ab. Er stellte einen Antrag. Auf Unterstützung in Bezug. Auf das Thema. Sie folgte der Aufforderung. Er hielt eine Rede vor der Nation. Sie weckte sein Interesse. Sie fällte die Entscheidung. Zu seinen Ungunsten.